Und jetzt gibt es eben das Schloss des Vampirs. Nacht, Vollmond, ein mysteriöses gotisches Schloss. Du stehst auf dem Friedhof im Hof. Voll scheiße. Irgendwo in der Ferne heult ein Hund, ein Wolf oder Schlimmeres. Kein angenehmer Ort für einen Spaziergang. Am besten verlässt du ihn so schnell wie möglich. Streamtitel habe ich schon geändert. Kenne ich nicht. Lass dich berauschen. Es ist ein Wimmelbildspiel, bei dem wir uns dermaßen bepissen können, weil immer wieder lustige Sachen passieren, die total unrealistisch sind. Hier, guck mal, diese Zweige sind sehr dornig. Wahrscheinlich brauche ich einen Nahtauftrenner oder sowas, den muss ich erstmal finden, damit ich das hier aufmachen kann. Oh, warte. Der Holzpfahl wird mir an diesem Ort nützlich sein. Okay, alles klar. Ja, wir müssen uns erstmal umgucken. Liegt hier jemand? Hier hat vor kurzem jemand gegraben. So ein bisschen creepy Stimmung hier, ne? Da ist ein Knochen. Eine von fünf. Der Deckel ist sehr schwer. Ich will da gar nicht rein, ehrlich gesagt. Ein Haken. Ich glaube, die Sache hat einen Haken. Verstanden? Ich sehe Kürbis. Reborn Asuna. Dankeschön, dass du da warst. Ciao. Mimmelbildspiele sind so funny. Ja, die können so lustig sein. Aber man kann sich auch da dermaßen drüber aufregen, weil die Logik einfach dahinter nicht so richtig hundertprozentig passt, ne? So, wir müssen erstmal sammeln. Wir müssen uns erstmal einen Eindruck vom Spiel machen. Oder von der Dings. Ich weiß noch nicht, welcher Name hier hingehört. Okay, wir müssen wieder raus. Aha. Ich kann versuchen, das Flaschenzugsystem des Brunnens zu reparieren. Ja, aber... Da ist was drinne. Okay, da müssen wir... Ah, guck mal. Ich könnte den Haken verwenden. Da fehlt halt auch was, ne? Okay, hier kommen die zwei Totenköpfe rein. Der Vampir ist aber sehr freundlich, dass der so lange auf uns wartet. Warte mal, kann ich hier eigentlich... Habe ich da irgendwie die Möglichkeit, was zu verwenden? Nee. Was war das noch? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich finde hier 50 Sachen und keins davon kann ich verwenden. Ah, die Axt! Ich habe eine Axt! Okay. Diese? Wir sind Disney geschädigt, was? Ach, wegen Kürbissen, ne? Kürbisse. Lucius Sanguidus? Ich habe diesen Vampir jahrzehntelang gejagt und ihn mehr als einmal getötet. Er wurde jedoch jedes Mal wiedergeboren. Sein Körper lag einige Zeit tot da und dann kehrte er wieder in die Welt der Lebenden zurück. Jetzt weiß ich, wie ich diese Wiedergeburten stoppen kann. Man muss einen Holzpfahl in sein Herz stoßen, der in reinstes Wasser mit eingetauchtem Silber eingeweicht werden sollte. Du musst mir ein bisschen helfen. Dafür habe ich das Ganze jetzt weggemacht. Ich wollte es gerade sagen. Hier noch was ich gebrauchen kann? Nur den Zettel, da, den kann man nochmal angucken, aber den kennen wir jetzt schon. Also wir müssen einen Vampir töten, anscheinend wirklich. Aber soll ich da nicht Knoblauch besorgen oder so? Achso. Oh Gott, Hilfe, was ist das? Bewege die Schädel so, dass in jeder Spalte die angegebene Anzahl von ihnen vorhanden ist. Oh Gott. Oh je. Oh je. Oh je. Okay. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Vielleicht den hier mal ganz nach vorne packen? Warte, nee, so. So. Jetzt haben wir da drei, aber hier eine 1 und hier noch eine 5.
Was ist denn? Oh Gott. Hilfe! Oh Gott. Das wird wieder so... Ja, ihr habt's Lachen, weißt du? Ich sitze wieder hier und wünsche mir, dass der Vampir mich endlich frisst. Ach Gott. Ja. Ich gehe mal nach da. Da muss eine Was sagt eine Frau mit Sperma auf der Brille? Ich hab's kommen sehen. Immer diese schrecklichen Clips. Die müssen raus. Die müssen genauso raus wie dieses Rätsel hier. Ich habe noch nicht mal einen Ansatz, weißt du? Ich habe noch nicht mal, ich kann noch nicht mal richtig nachdenken. So. Hier kommen 5 hin. Warte mal, vielleicht versuchen wir es mal auf die andere Weise. Wie kriegen wir hier überhaupt 5 hin? Das ging jetzt doch ein bisschen unerwartet schnell. Ups. Wie lucky. Ja eben, ich wollte doch nur da 5 hin machen und auf einmal flutscht's. Was ist denn da los? Okay. Da hattest du deine 5, ja, 5 regelt. Alter, Hilfe. Guck mal. Hallo, da du. Aber der sieht doch echt tot aus. Den wollen wir doch gar nicht. Guck mal hier. Es muss Lucius sein. Lucius. Dem Vermerk zufolge kann er noch wieder auferstehen. Der sieht aber echt nicht mehr frisch aus, du. Also sag mal so, wenn der wieder aufsteht, dann nicht mehr... Ja. Vielleicht bricht er sich ein bisschen was oder so. Und dann mufft's. Also es sieht nicht mehr frisch aus. Vielleicht ist sie verrostet. Aha, eine Fackel habe ich gekriegt. Okay. Wir gucken uns einfach weiter um. Das Buch ist geschlossen und ich kann es nicht öffnen. Warum nicht? Mach doch einfach auf. Aha. Da kann ich auch nichts machen. Oh, warte mal. Ich wusste es. Die Sammelmünze. Reiniger? Ja, erstmal putzen oder was? Soll ich jetzt auch noch die Leiche säubern oder was? Ich habe zwar gesagt, der sieht nicht mehr ganz frisch aus, aber baden werde ich ihn nicht. Säure. Okay, das ist schon eher mein Ding. Ja, einfach Säure drüber kippen. Ja, ist doch wirklich so. Wenn man den jetzt in Salzsäure einlegt, dann zersetzt er sich doch. Wie soll der sich dann wieder... Dann steht er zwar auf, aber ein Partikelchen. Und dann ist er bestimmt nicht mehr gefährlich, oder? Und ein Ölspender. Okay, da komme ich so. In der Mitte fehlt etwas. Da müssen wir auf jeden Fall noch was reinpacken. Aber ich weiß nicht, was aktuell. Deswegen gehen wir nochmal wieder raus. Wenn er wieder aufsteht und er vermutlich durstig sein, so trocken wie der aussieht. Ja, eben. Das ist ja das Problem. Dann geben wir ihm einfach Säure, oder? Wenn er die trinkt, haben wir kein Problem mehr. So, was ist hier noch? Verschlossen. Okay, also das geht nicht. Jetzt ist die Frage. Achso, nee, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin, genau. Wir haben eine Fackel, wir haben auch Reiniger, Säure, Ölspender und so weiter. Oh, warte mal. Das eine war verrostet, ne? Da können wir das Öl verwenden. Oder? Hä? Die Tür geht nicht auf. Vielleicht ist sie verrostet. Aber wenn ich Öl verwende, geht das doch. Säure? Reinige? Hä? Aber ganz ehrlich, kipp doch jetzt einfach die Säure drauf. Wieso geht das nicht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Kipp. Okay, so kommen wir da nicht weiter. Egal, was ich mache, ich komme hier, glaube ich, nicht weiter. Ich glaube, ich muss draußen nochmal nachgucken. Aber die Frage ist, hier fehlt etwas. Hier können wir tatsächlich das Ding noch verwenden. Warte mal.
Nee. Ich bin am Überlegen, wo ich das alles verwenden kann, weil irgendwie macht das alles so keinen Sinn. Also, ich kann das alles nicht so richtig miteinander zuordnen. Ich habe viele Dinge, aber ich weiß nicht, was mir diese Dinge bringen. Hier habe ich einen Hebelmechanismus. Die Axt, die ich übrigens hatte, die man hier als Hebel verwenden könnte, die ist schon kaputt gegangen. Nee, oh Gott. Normalerweise ist es bei solchen Spielen immer so, dass die Axt dann für immer verschwunden ist. Dass man sie nie wieder verwenden kann. Oh mein Gott, das Spiel ist endlich mal intelligent geworden. Warte mal. Okay, sie ist immer noch da. Okay. Kann ich die Axt hier verwenden? Den Reiniger. Die Säure. Der Ölspender. Jetzt rate ich nur noch. Ich habe eine Münze gekriegt, aber die bringen mir nichts. Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich das verwenden soll. Oder doch da drin? Ach, Knochen. Haben wir sonst noch irgendwo Knochen übersehen? Das könnte sogar durchaus sein, ne? Nee. Mann, ich versteh's nicht. Albino, hey! Schön sprechen. Entschuldigung. Fäkalien. Ich sag nicht mehr Scheiße. Ich sag jetzt nur noch Fäkalien. Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor. So, da war das. Wenn man hier zoomen, das ist immer noch das gleiche, genau. Wenn ich es aufschmeiße, also mit Axt aufschmeißen. Kannst du die Axt an dem Astbaum links? Oh, stimmt, da war ja auch noch was. Oh, siehste. Oh, siehste, den habe ich komplett vergessen. Habe ich komplett vergessen. Dankeschön für den Hinweis. Jetzt habe ich einen Holzpflock. Da haben wir es ja. Wir haben schon einen Holzpflock. Ja, also jetzt ran an die Buletten. Ah ne, der muss in Weihwasser getunkt sein, ne? Wie war das? Okay, das heißt, so geht's nicht. Aber das heißt, ich komme ja schon wieder nicht voran. Spiel gelöst. Ja, nee, anscheinend ja nicht. Ich komme ja immer noch nicht voran. Ich finde hier 50 Sachen, aber nichts davon bringt mich weiter. Wenn ihr irgendwo Knochen seht, übrigens, Leute, schreit. Ich brauche noch ganz viele Knochen. Eindeutig in der Mitte etwas. Jetzt ein Papa und also muss ein Vorbild sein. Aber er muss ja mich nicht, er hört mich ja nicht. Und er guckt auch nicht zu. Er guckt jetzt nicht heimlich in seinem Bett im Handy und guckt meinen Stream an. Das macht mich wahnsinnig. Ich komme 50 Sachen und keins davon bringt mir was. Das ist kein Knochen, oder? Nee. Klassiker ist wirklich so, ne? Du findest erstmal 1 Million Trilliarden Sachen und keins davon hilft dir irgendwie. Ich gucke jetzt auch ein bisschen weiter rum, ob ich noch irgendwo irgendetwas finde, was mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise weiterbringt. Ich könnte das Buch nochmal angucken, aber das steht, dass es verschlossen ist. Also mehr ist da nicht. Ne? Hier sind auch nicht weitere Gegenstände oder sowas, die ich aufheben könnte. Ich kann es nicht öffnen. Ich kann die Axt verwenden. Einfach das. Das mit dem Haken ist halt auch so eine Sache. Das müsste doch eigentlich mit dem Ding funktionieren, mit dem Brunnen. Was? Tut er nicht? Achso, also das mit dem Kleinen oder was? Dass er im Bett alles anguckt oder sowas. Er hat kein Handy. In dem Alter kriegt er noch kein Handy. Erst mit 4 kriegt er sein erstes Handy. So, warte mal, hier der Haken, das geht nicht. Das ist unwahrscheinlich. Es kann versuchen, einfach mit Brunnen zu reparieren. So, mit der Axt vielleicht? Nein, geht auch nicht. Mit dem Holzpfahl? Nein, auch nicht. Ich
kann da reinzoomen, das bringt mir aber auch nichts, weil da muss ja erstmal der Flaschenzug darunter. Das heißt, es kommt nicht weiter. Gib dem Jungen sein Handy, was geilst du so? Ich fand das Neueste, weißt du, das Neueste? iPhone oder sowas? Wie kosten die? Kosten 1000 Euro oder wie viel kosten die? Damit das kaputt hauen kann, so richtig so. Wie geht das? Gibt es hier irgendwo einen Namen, den ich schon kenne? Ich weiß noch nicht, welcher Name hier war. Das Rätsel können wir nicht lösen, weil wir nicht den Namen nicht wissen. Für den Brunnen brauchst du vermutlich nur noch ein Seil. Habe ich mir ja auch gedacht, aber ich weiß ja nicht, wie ich da rankomme. Hier ist was vergraben. Da komme ich auch nicht ran. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin schon wieder komplett lost im Hirn. Der Name steht irgendwo in der Kirche. Aber dann muss ich den Platz ja erstmal finden, irgendwo in der Kirche. Also ich muss ja irgendwo mal etwas anklicken können, wo der Name draufsteht. Hier, jetzt nimm mir den Pflock und ramm ihn rein jetzt hier. Nein. Das Problem ist, ich kann ja nichts sehen. Ich komme hier nirgendwo weiter. Verschlossen. Ja, nirgendwo ist hier irgendetwas, was mir einen Hinweis gibt. Egal, was ich drücke, mache, ich komme nicht weiter. Hier ist alles verschlossen. Leise. Nee, laut meinst du? Laut. Zu laut. Ich würde den Namen raten. Nee, das dürfen wir ja nicht. Das sagt mir das Spiel ja auch. So, hier ist verrostet. Es klemmt der Mechanismus. Es war verrostet. Das heißt, wir können das hier auch nicht verwenden. Ramm einfach die Axt da rein und gut ist. Irgendwo hinten, aber mehr sage ich nicht. Ich sag dazu nichts. Das haben die da gerade erst hingemacht. Das war vorhin noch nicht da. Da haben die Entwickler, die haben jetzt gerade mein Stream angeguckt und die haben gemerkt, ups, scheiße, da haben wir ja vergessen, was einzuprogrammieren. Du kannst ja gar nicht da weiterkommen. Und deswegen haben die das jetzt gerade ganz kurz reingepatcht. Das war da vorhin noch nicht da. Ich schwöre, das war da nicht da. Au. Danke. Ja, danke, Hamsterfan. Dankeschön. Danke, dass du den Entwicklern kurz Bescheid gesagt hast, dass das Spiel so nicht gehen kann, ne? Hallo Jäger. Ich habe etwas über den Herrscherstab erfahren. Der Besitzer des Stabes kann jeden Vampir, Werwolf und andere Kreaturen kontrollieren. Was für ein geiler Stab. Ich sah, dass Lucius die Fledermäuse dazu brachte, ihn buchstäblich in die Luft zu heben. Ich fand heraus, dass der Herrscherstab in einem speziellen Versteck aufbewahrt wurde, der nur mit einem magischen Schlüssel geöffnet werden konnte. Wie so eine Makrele? Ich habe herausgefunden, dass man die Asche eines Vampirs, Knochen, Silber und noch etwas anderes braucht, um den Schlüssel herzustellen. Weitere Einzelheiten findest du im Buch der Werwölfe. Du benötigst das Blut von einem von ihnen, um das Buch zu öffnen. Und das war alles? Dafür habe ich den Scheiß gemacht? Ah ne, das ist noch was. Ein Detail. Oh, ich habe ein Detail gefunden. Ja, der Teufel liegt im Detail. Wo muss ich das einsetzen? Hier vielleicht? Ha! Siehst du, jetzt geht wieder alles. Jetzt funktioniert das Spiel auch, weißt du? Thank you.
Taya Reese. Dankeschön für den Follow. Und jetzt kommt der Horror. Jetzt müssen wir nämlich schwierige Sachen meistern. Oh Gott, nein, ich will. So. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, oder? Schaue dich zwar nicht so oft, aber wenn ich dich mal schaue, sind die Streams echt doffi. Die. Das ist übrigens die, falls es jemand nicht wusste, das ist die Spendenanzeige, die jetzt übrigens ein bisschen verschoben gewesen ist. Das ist die Spendenanzeige, wenn jemand über Tippi-Stream spendet. Und habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Passt aber zum Vampir-Thema, oder? Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank für die Spende. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich musste nochmal nachgucken, von welcher Person das jetzt nochmal genau kam. Das stand da jetzt gerade. Hab mich leicht erschrocken. 5 Jahre gealtert. Ich wusste auch nicht, dass das so laut ist. Aber es wurde sogar vorgelesen, was ich eher sehr geil finde. Also vielen, vielen, vielen Dank für die Spende, wirklich. Danke, 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 danke. Und es freut mich natürlich, dass euch die Streams so gefallen. Ich muss jetzt natürlich auch abliefern, ne? Ich muss das Ding jetzt hier auch wirklich an die richtige Position bringen. Aber es ist eigentlich doch gar nicht so schwer, guck mal. Ist eigentlich voll easy. Guck mal. Guck mal, dafür habe ich das auch wirklich. Guck mal, jetzt habe ich toll gemacht. Jetzt sind wir aus dem Bett gefallen. Hey, das ist doch, das ist der richtige Moment für euch doch gewesen, so zum Gruseln. Jetzt habt ihr euch erschreckt. Dann haben wir wenigstens das Gruseln. Oh Gott. Thema. Ich habe eine Ölkerze. Wie mache ich die jetzt an? Beziehungsweise wo mache ich sie an? Gibt's hier irgendwo Feuer? Ach, überall eigentlich, ne? Ernsthaft? Wo kann ich die jetzt anzünden? Wo ist jetzt hier Feuer? Hier ist überall Feuer, aber ich kann sie nicht. Das ist die Logik in Wimmelbildspielen, weißt du? Ich habe eine Ölkerze. Aber ich kann sie nirgendwo anzünden an dem ganzen Feuer, das hier rumliegt. Warum auch? Macht ja keinen Sinn. Toll. Ja. Schöne Kacke. Was mache ich jetzt? Ach ja. Wir brauchen die eine Kerze, die funktioniert. Die anderen Kerzen funktionieren alle nicht, nur die eine. Wie ich immer hänge, ne? Wie ich immer so unnötig hänge in diesem Spiel. Irgendein Licht. Sind alles LED-Lichter, glaubst? Guck mal, und hier sind halt keine Lichter in hier im Zimmer. Manu. Ich komme schon wieder nicht weiter. Das gibt's doch nicht. Kannst du mit der Ölkerze ein bisschen wegrosten lassen, Ding? Ach Gott. Das ist doch... Ich finde das scheiße. Wenn die Logik halt wirklich der Realität weicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist wieder der Kack. Zoom. Ja, ich brauche Feuer. Ansonsten komme ich hier nicht weiter. Weil der Rest hat uns ja auch nicht weitergebracht. Weil ich habe ja klar das Ding da aufgemacht und dann hat sich ja alles irgendwie so ein bisschen geregelt. Aber jetzt muss ich halt da rein und kann da nicht rein, weil mir das Feuer fehlt, was hier überall liegt. Spiele, ne? Warum spiele ich die überhaupt noch? Können wir da noch mal ganz kurz drüber sprechen, warum ich die eigentlich noch spiele? Kann ich das zusammenführen? Nee, kann ich nicht. Das würde nämlich ein Anzeichen sein, dass man irgendwie gewisse Sachen halt miteinander... Es sei denn, warte mal. Das Einzige, was ich vielleicht noch machen könnte, ist vielleicht noch was anderes reinschmeißen.